Also wenn das so viele sind, dann ist es echt nicht so angenehm. Und ich verpeile dann immer dieses sofort extrahieren. Das ist immer sehr ärgerlich. Und Überraschung. Insta-Kill. Gelber Knochenjäger Vorderbeine. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe das Gefühl, da darf ich nicht runter. Auch wenn das so aussieht, als könnte ich da runter. Weil eigentlich ist hier Sand. Nee, das ist schwarz, da darf ich nicht hin. Ist hier vielleicht noch... Ah, was? Versuch, was zu finden. Oh. Daumen drücken. Liegen die ja einfach mal so rum. Soll mir recht sein. Ach, der ist resistent. Okay, nimm Max, komm. Nein! Ich will nichts wegwerfen. Aber ich kann Max auch nicht rufen. Aber er kommt. Schade. Da hinten haben wir leider noch nichts verloren. Irgendwas hat gerade eben Geräusche gemacht. Neues Arena-Verlies. Weitere Informationen findest du auf der Karte. Was ist das? Prismatischer Kern. Wir haben da Schmelztiegel. Da haben wir noch nicht alle Anforderungen oder was? Level 16. Was bedeutet das? Ist da ein Kern? Haben wir da einen gefunden? Oder... Oh, hast du das vielleicht? Danke. Da kann man hin. Vermutlich nicht von hier aus. Oder man sollte es vermutlich nicht von hier aus. Wo sind wir denn eigentlich? Da. Kann da vielleicht da drüber hinlaufen? Oder doch über die Sprungpassage da. Huch. Nein, ich glaube nicht. Ich wieder zurück. Noch Zeit. Wir müssen ja nicht alles sofort auf einmal erkunden. Komme ich da nicht hoch? Schade. Was ist das da? Verdammt.
denn da mit den Schatten los? Ich frage mich allerdings, wie frei erkundbar denn meine frei erkundbare Welt ist, wenn ich sie nicht frei erkunden kann. Wie viele Gegner sind uns denn jetzt schon begegnet, die ich gar nicht bekämpfen kann? Irgendwas ist hier mit den Schatten nicht in Ordnung. Oh. Aua. Also was ich auch super interessant finde, so ich hier rumstraxel. Es ist natürlich nicht so gedacht, auch wo ich da ganz am Anfang da hinten hingelaufen bin und da so rumgeklettert bin. Das ist nicht gedacht und trotzdem, ich falle nirgendwo durch. Also durch einen Boden, durch eine Wand oder so. Also in der Hinsicht ist das Spiel unglaublich solide. Da könnten sich manch andere AAA-Publisher eine Scheibe von abschneiden. Und, na, gut, ich war vorhin, habe ich ganz kurz festgebackt hinter der Truhe, aber ich kam wieder raus. Ich habe noch keinen Bug entdeckt, der mich trotz meiner sehr teilweise unkonventionellen Art und Weise herauszufinden, ob ich denn irgendwo hin kann oder nicht, mich irgendwo negativ. Oh! Oh! Im Spiel geschehen beeinflusst hat. Da drüben liegt noch ein bisschen was. Da oben liegt auch noch Kram. Oh, das könnte wieder so ein neues, so ein Challenge-Raum sein. Ein Verlies, wie man das hier nennt. Aber ich möchte ganz gerne erstmal die ganzen Sachen abgrasen und dann in den Crawler, um zu schauen, ob ich von San Mackie ein paar neue Sachen craften kann. Ich denke, das hat er sich verdient. Er ist uns ja durchaus eine Hilfe. Muss ich wieder da oben hin? Also die sind ja super nervig, die Dinger. Ist ja noch irgendwo einer. Okay, also probieren wir das nochmal. Wir öffnen die Kiste blind. Weißer Stechlingkopf. Okay, es ist aber nicht für einen K9. Wird vielleicht schon für einen anderen.
in den anderen Begleiter sein. Kommen wir von hier? Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr. Hier gibt es so viel zu looten. Looten! Also ich weiß gerade nicht, was mit den Schatten los ist. Die sind irgendwie kaputt. Irgendwie sind die kaputt gegangen. Oder man hat das vorher nicht so gesehen, wegen dem ganzen Sand. Im Moment ist irgendwie gefühlt gar kein Sand mehr da. Geh mal nicht auf den Sack. Ich finde das Landekreuz sehr angenehm. Ich auch sehe, wo ich eigentlich am Ende meine Füße hinstelle. Respawned? Nee, oder? Hab ich das vielleicht nicht aufgesammelt vorhin? Los, suchen wir! Nein! Ach, das ist... Hoffentlich was Gutes. Max suchen und Kiste öffnen, derselben Button ist es voll nervig. Stichling. Okay. Wieder nichts für Max. Mac. Maggedy Mac Mac. Big Mac. Toll, jetzt habe ich Hunger. Das wollte ich nicht. Ah, nicht so schlimm. Hab's geahnt, ich hab's gehört. Wie viele Kerne habe ich denn jetzt eigentlich? Ja, ein paar. Und ein paar Teile. Wie viel von den Dingern? Ja, ein paar. Zwei, drei Stück. Aua. Ach, Stromleitung. Ja, das ist durchaus legitim. Ich sag nix. Wie krass man hier übersehen kann. Aua, 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 aua. Die habe ich nicht gesehen. Wie schlecht die Kamera manchmal ist. Wie
grünen Dinger auch irgendwann mal noch sprengen kann. Ahahaha. Okay, da konnte ich jetzt eben gerade mal so durch den Boden gucken. Das war jetzt nicht so schön, aber es gibt Schlimmeres. Na komm. Alter. Das Ding her. Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Zu stark zum Extrahieren. Furchtbar. Sind aber auch manchmal zäh. K9. Okay. Ist hier noch irgendwas? Hier schon was, außer der Tür da. Nee. Ich kenne mich doch. Gehe ich durch die Tür? Und dann. Was war das denn? Ich keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ist er gerade hat er gerade in der Decke gehangen oder so? Aua! Diese furchtbaren Viecher. So, wo war jetzt das Ding? Da. Oh, da oben haben wir nochmal von diesen Ringen. Ah. Kiste. 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 Habe es jetzt langsam. Ich möchte mir die anderen Rüstungsdinger angucken. Alles klar, Violet? Ja, möchte ich. Jules Crawler, schließe Jagdherausforderungen ab, um seltene Baupläne und Fertigungsmaterialien freizuschalten. Okay, rüsten wir dich auf, Mac. Ach du meine Güte. Also wenn wir jetzt da nicht was Schönes zaubern können für unseren Macity Mac, dann weiß ich auch nicht. Für unseren iMac.